Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag Part 43. Ja, ich muss, was jetzt ankündigen. Ihr werdet es jetzt wahrscheinlich nicht oben hier irgendwie sehen. Aber ich, hatte eigentlich Part 43 schon mal aufgenommen. Ich hatte, glaube ich, irgendwie 2 Stunden ein Stück aufgenommen hintereinander. Ja, hab die Aufnahme dann auch beendet und dann meinte das Aufnahmeprogramm: Ey, Junge, 2 Stunden für einen Hintern. Ich konnte es auch nicht irgendwie dann wieder zurückholen, irgendwie, das Aufnahmeprogramm ist einfach abgeschissen. Konnte auch nichts mehr dran ändern. Hatte die Aufnahme weg. Ton, Stimme hatte ich, nur kein Bild. Das hätte uns nichts gebracht. Deswegen, da ich auch nicht mehr wieder früher anfangen konnte, wo ich eigentlich war. Wir waren ja beim Teufelsadvokat. Haben das erledigt und jetzt wollten wir eigentlich das nächste weitermachen. Ich kenne jetzt das nächste schon. Ja. Da musste ich da ich nicht zurück konnte, musste ich meinen Spielstand, der irgendwie in Sequenz 1 war, musste ich bis hier oben hinspielen. Ich habe auch nicht alles, wie ich vorhatte. Wenn wir wieder da sind, bis wohin ich gekommen bin, wechseln wir wieder zu den LP-Spielstand. Aber im Moment muss ich euch das hier mit dem Spielstand zeigen. Ja, aber ich würde mal sagen, machen wir das doch einfach jetzt. Also, los geht's. Genau. Ich hätte euch, ich wusste nicht, wie man die Schatzkarte holt. Genau, das wollte ich euch zeigen. Wie man das holt. Wie man hier an diesen komischen Baum hochklettert. Hier hochklettert. Kommt man da hin. Dann ist man hier oben in so einer kleinen geheimen Höhle. Da rutscht man dann runter. Und siehe da. Hier kann ich mir die Schatzkarte holen. Wie auch immer hier hingekommen ist. Okay, mal so ein Haus. Okay. Ich werde jetzt hier nicht großartig viele Nebenmissionen machen. Wobei ich das in den 2 Stunden auch nicht gemacht habe. Also hier werden wir nichts verpassen. So. Ich habe, halt nebenbei für mich ein bisschen gespielt. Ich kann euch ja mal die Karte zeigen. Ich habe ein bisschen was erobert. Ansonsten, ja, Fische habe ich nicht oder so weiter gefangen. Ich habe ein bisschen paar Forts erledigt, wie man hier sieht. Aber großartig habe ich nichts gemacht. Paar Sachen hier golden geholt, da wo ich dann alles geholt habe. Mehr aber auch nicht. Und wir sollen jetzt uns mit Blackbeard, glaube ich, war es, hier treffen. Deswegen reisen wir nach Abaco Island, machen uns einen kürzeren Weg. Ja, wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Wir wollen ja auch was, der Zeit, die ich hochlade, wollen wir auch mal ein bisschen was schaffen pro Tag. Und nicht hier, weiß ich nicht, wegen ein paar Sachen hier rumsuchen oder rumfahren. Zeit verschwenden wegen rumschippern. So. Wie gesagt, ich habe manche Missionen habe ich, da ich die schon kannte, aus den vorherigen Sequenzen, habe ich dann besser abgeschnitten. Aber ich glaube, in fast jeder habe ich besser abgeschnitten. Aber es ist halt so, weil ich halt wusste, was ich machen musste. Hier weiß ich jetzt auch, die nächste Mission, was ist. Ihr wisst es natürlich nicht, aber ich weiß es. Ihr werdet dann merken, wenn wieder unser Spielstand ist, den wir vorher hatten. Das ist jetzt hier mein privater. Wo ich ein bisschen selber so rumschipper. So. Die Belagerung von Charlestown. Viel Spaß. Hey, O'Bonnet. Endlich deine eigene Flagge. Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig. Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt.
Danke, Sir. Möge die See euch gewogen sein. Ja, was machst du denn da, Bonnet? Ich glaube, der wird der Erste sein, der abgeschossen wird. Der Bonnet. Ah, egal. Lassen wir ihn seinen Spaß. Viel Spaß hier wieder. Da ist Blackbeard. Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. Sechs Tage. Gott verdammtes Schweigen. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Euer Edward. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Okay, verfolgen wir sie. Wir müssen außerhalb dieses Lichtkreises sein. Sonst werden wir sofort entdeckt. Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen, den Austausch zu verhindern. Ah, also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Immer hier schön weit außen bleiben. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Gut, dass der Wachturm nichts sieht. Ja, die ist wirklich hier nicht. So ein großes Schiff hier in so flachen Gewässern, ne. Das kann nicht gut sein. So. Da ist noch ein Wachturm. Ich sehe ihn. Adi Wally. Ich sehe ihn. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Weiß ich doch. Pass auf, die Sandbänke. Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Okay. Was haben die vor? Was hat Edward vor? Okay, die Glocke soll ich töten. Ich töte eine Glocke. Gut.
Den muss ich, den kann ich noch nicht töten. Lassen wir den erstmal ein Stück weitergehen. So. Dein Freundchen ist weg. Die sind ja uninteressant. Also wie er. So. Mich siehst du nicht. Es war eine Fata Morgana, war das. Großsegel setzen. Ich bin unsichtbar. Nicht tot. Fahr zulegen. Ich sehe sie. Da drüben. Ich sehe sie nicht. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut. Nicht für den Bayou. Ja, was soll ich machen? Mehr Segel. Alles, was wir haben. Ist jetzt halt so. Stimmung locker. Tauchsegel weg. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Was soll ich machen, Jungs und Mädels? Ich glaube eher mehr Jungs als Mädels. Ganz ruhig hier durchschippern. Immer mit der Ruhe, Captain. Bin ich doch, ich bin ganz ruhig. Die entkommen uns, Captain. Muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Okay. Also. Ich muss schon wieder von Bord. So. Da hinten. Ein Krokodil halten. Finke dich doch. Ich wollte ihn töten, ey. Komm. Wo bist du hässliches Krokodil? Stimmt, was man über Blackbeard sagt? Das Feuer aus seinem Kopf schießt, wie aus einem Bund. So, ja, komm. Ich wollte nur das Krokodil töten, mehr wollte ich gar nicht. Sicher mit ihm im Bunde. Sei bloß dankbar, dass sein Schiff vor Anker legt. Ohne Scheiß. Ein Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Dieses Piratenpack. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden Einzelnen. Ich gebe dir gleich Piratenpack. Komm. Krokodile kommen zum Abendessen. Leider, alter Kumpel. Nacht, oder? Wir sprechen nächstes Mal über das Wetter, Freund. Ich bin in Eile. Da. Komm mal her. Komm mal hier um die Ecke, Junge. Oder um den ganz ruhig. Keine Hektik. Was war das? Das war doch ein Krokodil, oder? Es will sich uns holen. Das spüre ich. Hol doch. Gehört. Ist mal ruhig, bis du kamst. Geh weiter. Der Hauptmann war. Genau, geh weiter. Hold that. Halt die Klappe. Weiter.
bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Komm, spring. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Jawohl! Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder! Um Himmels Willen! Bruder! Ich sagte doch, da war was! Hab ich's nicht gesagt? Oh Gott! Verschwind mir hier! Jawohl! Wie geil ist denn das bitte, ey? Gott sei Dank. Ich dachte, wir schaffen es nicht. Jawohl. Okay. Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Okay. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin um uns. Fuck it, ey. Bitte lasst mich dann hier sein. Kommt schon. Weh, ich muss von Anfang an, dann bin ich aber ziemlich. Gegen Krokodile, wie soll ich das denn machen? Ich habe überhaupt gar keine. Ich habe überhaupt gar keine Schlafwahl. Dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Unverändert, Sir. Sie halten durch. Haben aber noch keine Geisel verletzt oder getötet. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahin raffen. Verfluchter Idiot. Was? Arschloch. Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Ach nein, zurück, ey. Zurück zum Haus! Komm. Ach genau! Shit. Ich rauch Bomben. Ja. Ich kann schon nicht mehr schaffen. Ne. Ja. Was das jetzt auch immer war, ich weiß es nicht. Ist nicht so gelaufen, wie ich gedrückt habe. Edward, du bist ein Arschloch. Tut doch etwas, ihr Narren! Du bist ein Narr. Ergreif den Hauptmann an! Ja, wen denn sonst? Dich kann er bestimmt nicht, du bist zu unwichtig. So. Boah. Das hatte ich so nicht in Erinnerung. Erschieß ihn jemand! Was zum Teufel? Hey! Tötet ihn! Yes! Oh Gott! Oh Gott, steh du Wichser! Und schlachte diese Teufel! Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen. Doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken?
Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sie, mein Freund. Ich bin in meinem 4. Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein 5. eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter. Okay, 80%. Ja, wie die Belagerung von Charleston haben wir geschafft und jetzt wollen wir fortsetzen.